Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, wir haben sozusagen fast Wochenende und heute ist der 31.3.2017, oh, das heißt letzter Tag im März, morgen ist schon April um 7.26 Uhr. Ich gehe gleich aufs Rad und fahre dann ins Büro. Heute bin ich mal relativ früh da. Ich lasse auch Sport ausfallen, damit ich noch ein paar Stunden Arbeitszeit zusammenkriege, dass ich nicht zu viel Minus in die nächste Woche mit reinnehme. Ich gucke mal, ob ich morgen es schaffe, zum Sport zu gehen oder Sonntag oder ob Montag dann der nächste Slot ist. Ich war ja immerhin zweimal die Woche schon dort. Von daher fühle ich mich nicht ganz so schlecht. <laughs> ja, äh, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Heute nach der Arbeit, irgendwann gegen 14.30 Uhr werde ich reinhauen. Um 15 Uhr fährt mein Zug nach Hannover. Äh, 17 Uhr bin ich dann irgendwann bei Frank und dann werden wir äh, Filme gucken, ein bisschen quatschen. Ein bisschen was essen, dann irgendwann schlafen gehen und morgen geht es dann wieder zurück nach Berlin. Und dann werde ich, glaube ich, den ganzen Samstag über zocken und den ganzen Sonntag über Steuererklärung machen. Muss irgendwie, wie irgendwie auch mal gemacht werden für 2016. Ja, mal gucken. Wird bestimmt ein recht interessantes Wochenende. Kino war gestern ganz okay. The Last Word oder so hieß der Film. Da geht es um eine alte Frau, die irgendwie äh, das Leben scheinbar satt hat und äh, bevor sie aber abtritt, will sie sicherstellen, dass ihr Nachruf in der Zeitschrift äh, auch entsprechend gut ist und äh, schmeißt sich dann, na, schmeißt sich ran, klingt seltsam, aber äh, schnappt sich dann die äh, Autorin aus der örtlichen Zeitschrift, die die Nachrufe verfasst. Und versucht ihr äh, so zu zeigen, wie toll sie ist. Und das Problem ist, dass die Menschen aus ihrer Umgebung äh, nichts Gutes äh, über sie äh, sagen wollen oder können oder beides. Äh, weil sie ja so eine schreckliche Person ist. Und das war ganz witzig, der Film. Aber er war auch sehr langatmig. Wobei um 10 war, glaube ich, Schluss. Um 20:30 ging es los. Und um 22:10 Uhr oder so waren wir raus. Ja, ich war relativ früh im Bett. Irgendwann um 11 habe ich gepennt. Und wie gesagt, heute um... 6.30 Uhr klingelte dann der Wecker. Um 5.30 Uhr haben wir schon die Wecker, Wecker, die Vögel geweckt, die hier auf dem Baum sitzen in unserem Innenhof. Die haben sich ein Twitcher-Konzert gegeben. Da muss ich immer jetzt dran denken, dass ich vielleicht das Fenster abends zumache. Äh, sonst bin ich halt äh, irgendwann früh um 4 und 5 wach. Das wollen wir ja auch nicht. Ich will ja ausschlafen. Äh, ich bin noch ein bisschen müde. Muss ich ganz ehrlich zugeben und ich freue mich schon auf morgen, wo ich so ein bisschen länger pennen kann, ohne Wecker aufwachen und Sonntag auch. Äh, aber dafür ist das Wochenende ja dann da. Äh, ja, dann würde ich sagen, kommt gut durch den heutigen Tag, macht nicht so lange und startet möglichst früh ins Wochenende und ich melde mich dann morgen Nachmittag. Ich denke mal, wenn ich zurück aus Hannover bin, werde ich hier meinen Vlog einsprechen und dann ist ja auch schon Zeit zum Stream. Also heute kein Stream, heute bin ich unterwegs. Äh, äh, schaut mal bei Korgan oder bei Yakuki vorbei, die streamen bestimmt heute. Und ansonsten, wie gesagt, erstmal einen schönen Freitag, guten Start ins Wochenende und dann bis morgen. Tschüss.